fürs Drachenboot nicht unbedingt von Bedeutung, aber ist natürlich am Wasser zu Hause und wurde auch von den Wikingern höchstpersönlich schon im hohen dänischen Norden auf diese Veranstaltung vorbereitet. Ja, ich glaube, Wikinger als Berater schaden nicht beim Drachenbootfahren. Dann ist mit dabei Jasmin Klettler Feiertag, das ist die Office Managerin von Katrin Ottelkast. Sie bewahrt stets einen kühlen Kopf und wir werden sehen, ob ihr das heute bei diesen Temperaturen auch gelingt. Die Kathi Haslinger ist dabei als studentische Mitarbeiterin, stets einsatzbereit und immer für neue Herausforderungen gewappnet. Und auch Projektmitarbeiterin Julia Meyer. Sie hat zwar eine leichte Neigung zur Seekrankheit, aber ich glaube, auf diesen wenigen Metern hier auf der Ruhr wird es nicht schlagend sein heute und wir freuen uns schon auf das Team Drachenboot Nummer 4. Wie ist das Rudern? Drachenboot Nummer 3, Soko Moor, wie gesagt, nicht Sonderkommission, sondern soziale Kompetenz. Kommt von der KFU, ein bunter Mix aus Kernteam, externen Lernern, Beiratsmitgliedern und Studierenden. Das Zentrum für soziale Kompetenz wurde vor über 20 Jahren gegründet und war die erste universitäre Einrichtung dieser Art überhaupt im deutschsprachigen Raum. Circa 50 verschiedene Lehrveranstaltungen im Angebot, neben Lehre natürlich auch Forschung, das ist ja auch ein Stärkefeld der Steiermark und wir freuen uns auf dieses Team, das also damendominiert ist, aber natürlich ist hier alles möglich in diesem Bewerb. Dann darf ich Ihnen noch das Team der TU Graz vorstellen. Wolfgang Reuss, seit 2013 am Institut für Materialphysik als Elektroniker und Techniker beschäftigt. Da wird unter anderem auch geforscht an Materialien von morgen, aber nicht nur von morgen, sondern auch von übermorgen. Und dieser Wolfgang Reuss, der hier auch federführend genannt ist, ist ein waschechter Steirer. Er hat es zwar nicht zur steirischen Eifel gebracht, aber liebevoll wird er im Team auch als steirischer Posten bezeichnen. Hast du nicht fertig gemacht? Und dieses Team, und das freut uns natürlich auch ganz besonders, das ist unglaublich international aufgestellt. Wir haben, glaube ich, hier Teilnehmer aus verschiedensten Nationen mit dabei. Und die Sprachen an Bord, die sind also bunt gemischt. Das ist natürlich auch toll. Denn wir haben da von den Sprachen her gesehen Englisch, Deutsch, Farsi, Französisch, Hindu, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Russisch mit dabei. Und wie gesagt, da kommt man wirklich auf den Trommler an, denn die Verständigung ansonsten wird natürlich besonders herausfordernd werden. Wir haben dabei die Institute und Lehrstühle für molekulare Biotechnologie, technische Informatik, Bodenmechanik, Grundbau, numerische Geotechnik, Experimentalphysik, Festkörperphysik, Materialphysik, Festigkeitslehre, diskrete Mathematik, Betriebsfestigkeit und Schienenfahrzeugtechnik, Baumechanik, Innovation und Industriemanagement, Biochemie und chemische Verfahrenstechnik und Umwelttechnik. Also ein bunter Bogen durch die Vielfalt der Bildungsangebote der steirischen Universitäten und ich glaube, das ist ein ganz, ganz toller Bewerb. Ich sage nochmals Danke an den Lions Club Graz Schlossberg, namentlich Dr. Klaus Hasenhüttl, der hier echt Unglaubliches auf die Beine gestellt hat, der die Drachenboote auch in die Steiermark gebracht hat und der die Begeisterung für diesen spektakulären Sport auch geweckt hat. Und wir werden demnächst auch den zweiten Heat sehen. Und da ist es ein weiterhin bestehendes Duell zwischen zwei Einrichtungen der Karl-Franzens-Universität. TU Graz mit einem mehr oder weniger Freilos, so kann man es auch nicht sagen. Sie fahren dann natürlich alleine gegen die Zeit auch mit dabei. Ja, und der Peter Baubecker ist vom Kanubewerb jetzt auch zurückgekehrt. Hallo Peter, ich hoffe, ihr habt auch spannende Wettkämpfe in der Innenstadt gehabt. Und du wirst gleich, während ich mich noch den Drachenbooten widmen, deine ganze Aufmerksamkeit unseren Ruderern widmen dürfen. Nämlich,
Wir werden die Siegerehrung in wenigen Minuten für die Ruderbewerbe starten. Und ich glaube, das ist ja auch.